In unserer Bookie-Serie haben wir bereits zahlreiche Waffen kennengelernt und in Aktion gesehen. Jede einzelne im Bujinkan vorzustellen sprengt jedoch den Rahmen. Denkt nur an Naginata, Nagamaki, Yari, Bisento, Nyobo, Yumi, Nawa, Jo, Kusarifundo, um nur einige zu nennen. Als traditionelle Kampfkunst kommt das Waffentraining im Bujinkan natürlich von den klassischen asiatischen Waffen der entsprechenden Epochen unserer neuen Ryuha. Die Prinzipien der Nutzung dieser Waffen lässt sich jedoch auf moderne Werkzeuge und Waffen extrapolieren. Jede Waffe ist letztlich nur ein Werkzeug. Und ein Werkzeug muss einem Zweck dienen. Wenn die Situation aber nach einem anderen Werkzeug verlangt oder das Werkzeug nicht mehr einsetzbar ist, dann ist es wichtig, sich anpassen zu können und sich nicht an sein Werkzeug zu klammern. Seine Waffe aufzugeben ist gegebenenfalls sogar die beste Option. Gefährlich sollte nämlich nicht nur die Waffe, sondern vor allem ihr selbst sein. Habt ihr noch nicht genug von den Anwendungsmöglichkeiten und den verschiedenen Arten von Waffen im Bujinkan? In unserem Training beschäftigen wir uns immer wieder mit den unterschiedlichsten Waffen. Letztlich trainieren wir im Bujinkan eine ganzheitliche Kampfkunst, in der vom Taihenjutsu bis zum Waffenkampf alles gelehrt wird. Mehr über diese verschiedenen Waffen erfahrt ihr in den anderen Videos unserer Buki-Serie und natürlich im Training vor Ort. Wir sehen uns! Ganbatte! Thank you.